Hallo und willkommen zu. Ich vergesse immer den Namen. Swiffers. Nein, natürlich nicht. Level 15, Welt 2, Level 15. Steht hier aber auch nirgendwo. Los geht's. Bisschen verkleinern das Ganze. Yabaju! Hallo, Frau Nachbarin. Verdammt, das wäre jetzt aber schlecht. Okay, wie soll es denn dann weitergehen? Ich muss hier also lang schweben. Ich muss da hinschweben. Und danach muss ich weitersehen. So, la 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 la. Das ist der Punkt. Deswegen sind die da, damit das hier als Hindernisparcours ist. Yo, 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 Alter. Bitte gehen Sie weiter. Bitte, bitte gehen Sie weiter. Weiter gehen Sie weiter. Sie tragen meine schöne Hose. So, noch stich richtig. Immer wieder. Guten Morgen, gute Nacht, guten Morgen, gute Nacht. So. Da wollte ich zwar nicht hin, aber ist auch okay. Keine Trophäe, wie enttäuschend. Egal. Eins, zwei, Polizei. Drei, vier. Noch ein Bier. So, ich hoffe mal, es ist ja sowas wie ein, nehmen wir es mal, Ewigkeitsschalter. Ja, sehr gut. Ich glaube, da hätte ich sowieso hingemusst. Ich habe es jetzt anders gemacht. Ich hätte es wohl machen müssen. Hier wohl gegenkommen und dann hier weiter hochschweben. Ich habe es halt in einem Rutsch gemacht. Kann ja mal passieren. Jetzt da dran kommen, dann da hoch. Das ist der nächste Schalter. Dadurch aktiviere ich wohl die Sonne, die dann hier wohl erscheinen muss. Wodurch ich die... Jetzt ernsthaft? Das mache ich nicht so. Ich mach den und schweb da hoch. Die können. Ich habe da keine Lust drauf, hier mit der Sonne die abzuflemmen und dann von Teil zu kommen. Wie soll das denn funktionieren? Die Weltmeisterschaft wird nicht von mir gewonnen.
Warte mal. Wenn wir schon mal hier sind, dann nutzen wir doch unsere Möglichkeiten. So, und jetzt einfach nur Form halber mal. Ich müsste ja quasi hochkommen, dann wieder ganz runter gehen, um die alle zu nehmen. Hallo? Was habe ich jetzt gemacht? Da ist das drin. Wenn ich einen guten Savepoint finde, dann würde ich das ja machen, aber ich befürchte, es existiert kein guter Savepoint. Der hätte schon hier liegen müssen. Du musst mal gucken, wo die Kamera ist. Wow. War ein bisschen enttäuschend, wenn man sieht, dass die Kamera am Arsch der Welt liegt. Tschüss, Sikorski. So, jetzt muss ich warten, bis die Pflanze wieder da ist. Das ist das Praktische da dran. Dass die, dass man, wie soll man das auch machen? Wenn ich auf sowas lande und dann noch rummanövrieren muss. Wo ist die Kamera? Da. Was natürlich auch schlecht wäre, auch ganz gut wäre, ist, wenn sich das Ganze immer quasi immer zur Kamera ausrichten würde. Aber ein Level, 6 Minuten 42 für ein Video. So, nächste. Kommt jetzt Level 16. So. Was sind das denn für Viecher? Ach, die heben alles an hier. Okay. Da vorne wäre ein Speicherpunkt, wenn ich da also hinkäme. Ah, was ist das hier? Ich bin also furchtbar neugierig. So, erstmal das hier. Bringt die mich um? Ah, gibt eine Trophäe. Immerhin. Ich kann den aber nicht schaden. Ich kann wirklich nur mit Gas geben hier durch. Verdammte Axt. Ich hab die Rampe nicht. Wo ist der Schalter? Wo ist der Schalter? Da oben kann er nicht sein. Bin ich schon wieder außerhalb des Bereichs? Oh Gott, da ist der PC, Alter! Da ist das Ei. So, ich glaube, die wandern wohl feste Routen ab. Wo war der nochmal da drin? Okay, der kann sich jetzt langsam wieder verabschieden. So. Verdammt. Ich bin wieder aus dem Bereich. Ich kann nichts machen.
Ach Mann! Man kann einfach nichts machen, die Kamera sieht einen nicht. Ich hätte gerne was Besseres als so Leuchtkugeln. Dann sollen sie meinetwegen das System von der Switch klauen. Ist mir auch egal. Okay, ich muss an diesen Schalter. Das Problem ist einfach, die Dinger werden nicht mehr erkannt. Und da kann ich die auch nicht mehr bewegen. Und dadurch, dass man ja keine Orientierung hat, diesen scheiß Mond da, aber da kann ich mich nicht nach orientieren. Ein Kompass, warum nicht ein Kompass? Ein Kompass, der immer irgendwo in der Luft schwimmt, dann sieht man die Kamerarichtung. Hau ab, Alter! Come on, geht auf den Schalter! Geh auf den Schalter! Ach, und auf Zeit. Okay, ich habe keine Lust mehr auf den Level raus. Oh Gott. So, ein Level mache ich noch. Ja, das ist halt hier. Du kannst theoretisch kannst du in der Bude spazieren bei dem Spiel. Wenn der Level das zulässt, meinetwegen hast du eine Wohnung hier von der Raum, die Größe von 50 Quadratmetern, ich übertreibe mal maßlos. Nichts steht drin. Und die Kamera ist so postiert, dass es geht. Da kannst du theoretisch kannst du hier rumwandern. Das Problem ist halt immer der Platz. So. Und jedes Mal, wenn hier, müsste die Kamera doch in diese Richtung. Warum kann statt diesem Mond nicht da was sein? Oder ist das die größte Lichtquelle? Kann aber auch nicht sein, weil das ist ja immer da. Okay. Okay, aber ich bin wieder aus dem Bereich. Der zittert hier schon wieder so gefährlich. Ich nehme mal den Speicherpunkt damit. So, bevor ich nachher das nicht mehr kann. So. Ich kann die auch nicht beeinflussen. Wo war eigentlich mein Ziel? Ach, da unten ist das. Ach, da käme ich jetzt theoretisch sogar hin. Das heißt nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Ich muss das so jetzt haben, dass ich den Kontakt nicht verliere. Hallo, ich bin ergonomisch ein Mensch. Also, Mann. Ich kann die Arme auch nicht so verbiegen. Vergiss nicht, du bist nur ein Mensch. Weiter. Einen mache ich noch. Ach, da sind auch schon diese Quallen. Meine Güte, ist das hier der Quallenlevel? Das Blöde ist hier, warum vibriert er eigentlich immer so komisch hier? Der eine ist rot. Was ist, wenn ich die...
Das gefällt mir nicht. Also energietechnisch ist er doch auch auf der Höhe der Zeit. Näher ran hier, ich bin hier, ich bin hier. Ist mir Rätsel, warum der den zitterig macht. Müsste ich den die Verbindung trennen und dann die Verbindung wiederherstellen. Okay, mit dem Schwebeteil käme ich dahin, aber das Problem ist er, den ich leider nicht beeinflussen kann. Ich kann machen, was ich will. Ich kann nichts machen. Okay. Na gut, ich muss das mal begucken, was das ist hier. Warum zittert der so blöd rum hier? Das ist irritierend, ist das, wenn er den Zittermax macht. Wo ist die Kamera? Nein, da ist sie nicht. Du guckst ja in eine Richtung, die ist völlig irrelevant. Also, was mache ich denn, wenn ich hier oben bin? Boing, boing, boing? Ich müsste doch von denen direkt da schräg rüberkommen. So, fertig, nächste. Jetzt muss ich da drauf. Ach, schon wieder hier, wo ist hier? Mann. So, ich mach's ja kurz und knackig. Ich beende das Ganze mal hier, den Schrecken. So. So, damit verabschiede ich mich mal und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.